In der roten Ecke angekommen. Sie startet für das Gladiators Fighting Team aus Bern, Sarah So German Glandin. Ich bitte nun beide Kämpferinnen, sich an den Fahnen aufzustellen, denn es geht um die Super World Champion. Und da werden wir natürlich auch die Nationalhymnen spielen. Und dazu bitte ich Sie, liebes Publikum, sich wieder von dem Letzten zu erheben. Wir hören zuerst die italienische Nationalhymne. Das war die italienische Nationalhymne und nun hören wir die deutsche Nationalhymne. Meine Damen und Herren, es ist alles bereit zum ersten Weltmeisterschaftsfight des heutigen Abends. Zu den Kämpferinnen, die jetzt gleich antreten werden in der blauen Ecke. Sie ist 31 Jahre jung, hat 16 Kämpfe absolviert, 11 davon gewonnen und einen Draw. Sie ist Off-Fight System Organization, Pro Arm World Champion. Und sie ist AFSO, Pro Amateur Deutsche Meisterin. Und jetzt tritt sie zum ersten Mal um den Profititel des Super World Champion zu gewinnen. Sie kämpft für das Fight Gym Nürnberg und sie heißt Tiziana Olmo. Ihre Gegnerin in der roten Ecke. Sie ist 33 Jahre jung, hat 36 Kämpfe absolviert, 20 davon gewonnen, ein Draw. Sie hat zweimal diese AFSO-Weltmeisterschaft gewonnen und verteidigt sie bereits zum zweiten Mal. Sie ist WFMC-Europameisterin und WFCA-Deutsche Meisterin. Sie wird heute hier in Mühlhofen auf der Bodensee Fight Night 9 ihren letzten Kampf der Karriere
absolvieren und möchte unbedingt diesen goldenen Gürtel mit nach Hause nehmen. Sie kämpft für das Gladiators Fighting Gym und sie heißt Sarah Soul German Glandy. Der Kampf ist in der Klasse bis 59 Kilogramm. Er ist angesetzt auf 5 mal 3 Minuten und im Kampf steht K1.
seconds out. Seconds out. Thank you.
So, die Handschuhe sind schon bei beiden Kämpferinnen ausgezogen. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit jetzt zur Urteilsverkündung. Wir haben ein einstimmiges Urteil. Eine neue 3-0-Siegerin und dieser goldene Gürtel der All Fight System Organization, der Super World Championship, wird vergeben von Nora von Telkom an die Rotecke vom Gladiators Fighting Gym aus Bern, Sarah Soul.